Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Risen. So, wieder zurück im Tempel mit dem Fred. Guck mal, habt ihr schon mal gemerkt, dass der Fred hier drei Totenschädel an seinem Bund hat? Was ist das, ein Skelett, was andere Skelette umgebracht hat? Oder war das einfach ein Mensch, der irgendwann mal Leute umgebracht hat, sich deren Köpfe an den Gürtel geschnallt hat und dann ist er zum Skelett selbst geworden? Naja, die Geschichte vom Fred, die müssen wir erfahren. Mach doch einen Vote, Max. Blackman hatte nicht, wenn der Rang wag. Ich muss das alles nochmal auf Punkte runtermachen und nachgucken. Wo können wir den Elite-Krieger etwa... Kriegen wir den in die Falle rein? Nein, nicht Fred! Ah, der ist fallenimmun. Ist doch Schieberei hier. Kann ich daran auch nicht ziehen? Ah, hier ist wenigstens ein Hebel. Komm, probieren wir erstmal. Servus, sag kurz Hallo und dann bin ich wieder weg. Normale Menschen müssen morgen aufstehen. Hainan! Dann sag ich... ebenfalls. Kurz Servus zurück. Freut mich, dass du kurz Servus gesagt hast. Wie geht's dir? Oh. Das war ein Fehler. Ist der Fred tot? Der Fred hat ja lange überlebt. Hoffentlich ist hier keine Falle hinter mir. Also Goblin passt dir nicht, Black Wag. Eventuell. Der Fred ist tatsächlich tot. Naja, so viel hält er dann wieder auch nicht aus, ne? Der arme Fred. Kurze Schweigeminute für den Fred, bitte. Das ist gut, der gute alte Fred, nicht wahr? Dessen Geschichte haben wir gerade ein bisschen drüber philosophiert. Immerhin gut, dass es dir ganz gut geht, ne? Aber wenn du jetzt nur kurz dabei bist, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende für den Fall, dass du gleich direkt pennst oder lurkst. Hoffentlich bist du Sonntag dabei. Sonntag machen wir... Ah, Lebensenergie. Werde ich ja trotzdem nicht anlegen. Sonntag machen wir endlich Risen fertig und dann gibt es Max Puzzles 2.0, Alter. Also ich denke, dass wir Sonntag Risen fertig machen kriegen sollten. Ah, hier sind wir über der Haupthalle. Oh, nee, das ist schon wieder meine Lieblingsfalle. Oh weia. Ah! Okay. Ich bekomme da Angst bei den Teilen. Sackgasse. Fred! Nee. Dämlicher Skelettkrieger. Was du machen mit Fred? Der gute alte Fred, das ist nicht meine Schuld. Steinplatte. Ah, das war alles, was ich hier finden konnte. Steinplatte. Bei dem Tempo doch noch auf deine Schätzung. Bin ich dir zu langsam momentan? Ah, hier können wir dich wenigstens ausmachen. Können ihr vorher 20 Uhr Gothic 2 Deathmatch Server? Letzten Freitag waren wir 24 Spieler im Server. Ah, nee, Quatsch, gar nicht. Damit habe ich das Tor offensichtlich aufgemacht. Ah, aber gleichzeitig auch die Falle ausgemacht, scheinbar. Ja, mir soll es recht sein. Also morgen, Freitag meinst du? Morgen bin ich leider im Kino um die Zeit. Creed 2 gucken. Den guten Gothic 2 Deathmatch Server. Ich werde es mir auf jeden Fall merken. Steht auf meiner ellenlangen Liste. Hier kann ich noch nicht durch, ne? Nee, das kann ich nicht hacken. Nee, alles, was mein Ergebnis rankommt, ist dir recht. Ah, ja. An ein Ergebnis kommen wir sowieso unhaltsam auf. Ran. Also ein bisschen trügerisch sind diese Gänge hier ja schon, ne? Kleiner Malertrank, Fackeln vor allem. Kann ich daran ziehen? Nein. Was zur Hölle? Hier gibt's nichts, ne? Das Beste ist, der Alex ist ja der Beste, um Stimmung zu machen. Das kann doch nicht sein, dass ich hier an nichts ziehen kann. Ach, ich probiere einfach da unten. Er sagt, der spielt der Feuer ist auch immer mit und nimmt Streams auf. Ja, der Kuga sagt mir auf jeden Fall was. Das ist ja auch einer, der ja fast exklusiv Gothic macht. Na, ist das eine Falle? Ist das eine Falle? Da ist doch eine Falle hier. Da falle ich doch runter. Jaha! Denken die. Denken auch nur die. So eine Büste habe ich. Sollen wir da mal uns runterfallen lassen, um zu gucken, wo es da hingeht? Ja, komm, probieren wir mal. Solange wir nicht sterben. Ja! Oh, verdammt.
Müssen wir gucken, dass wir nicht an die Magiekristall. Was? Ach ja, verdammt! Verdammt nochmal. Vorher kommt aber noch Gorna Menlos dran. Das ist genau die Schwierigkeit. Egal. Kommt immer näher, vielleicht klappt es ja doch noch, dass ich gewinne. Träum mal weiter. Priest of Krushak hat wenigstens mit seinen 60 Stunden akzeptiert, dass wir da nicht mehr hinterherkommen. Sag mal, ist er vielleicht freundlich, der Typ? Gut. Au! Oh, nee, doch nicht so viel zum Thema. Ah, warte mal. Haha! Du hast dich aus deiner sicheren Barriere rausbegeben. Oh, was hat der für einen coolen Ring dabei? Grün! Geschicklichkeit. Nee, danke. Was haben wir denn sonst so hier? Spitzhack? Ja, sehr, sehr subtil. Und will alle Monster töten. Ist vielleicht freundlich? Ich will mal gucken. So naiv? Naiv? Ich bitte dich. Gothic 1, Gothic 2, da gibt es freundliche Orks, mit denen du sprechen kannst, ja? Sammel alle Pflanzen in der Spielwelt. Die habe ich schon in Gothic 2 gelöst. So, guck, was da drin ist. Wenigstens hoffentlich lohnt sich das für die ganze Animation hier. 5 Titanen-Zweihänder. Mama. Stärke haben wir zwar nicht. Werden wir jetzt auch nicht mehr aufbauen können. Aber immerhin. Hauptsache, die haben sie hier so am Wegesrand eingebuddelt. So, dann gehe ich jetzt hier weiter, Leute. G2. Urshak ist böse. Naja, jetzt ist er böse auf jeden Fall auf mich. Sehr schade, dass er den nicht mehr in, warte mal kurz. Naja, ich kam hierher. Bin jetzt aber gerade am Überlegen. Wir haben ja eine von den Büsten. Glaubst du nicht im Ernst, dass es... Oh, bevor ich hier halb blind schon wieder rumlaufe. Wir haben nur eine Büste gefunden. Wir brauchen aber zwei. Ach, es gab drei freundliche Oger, tatsächlich. Ja, stimmt. Der eine in der Stadt, der eine beim Don und der eine hinten, den wir mehrmals befreit haben. Öffnet sich vielleicht da hinten die Tür, wenn ich eine Büste da schon hinlege? Ja, der hier... Wäre auch schon zu schön gewesen. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich anders öffnen. Oder können wir hier einfach hochklettern? Warte, wir können die doch bestimmt mit der Levitation einfach hoch. Ist das erlaubt? Darf ich das? Ah, lol. Ich glaube, ich würde hier auch einfach... Könnte das sein, dass ich hier auch einfach... Potzblitz! Nee, nicht festhängen! Oh mein Gott. Ich habe gerade einen Schockmoment. Ja, wisst ihr was, da gucke ich mir es genau hier unten an. Ja, seht ihr. Hier würde ich sowieso rauskommen, wenn ich hier unten vor dem Echsenkrieger geflüchtet wäre. Das heißt, okay, das ist der richtige Weg. Das ist der einzige Weg. Da sind sie dann nicht mehr linear, weil hier sollen wir dann... Ah, okay, soll ich aufmachen. Oh, oh, da ist was drin, da versteckt. Mehr als in Gothic 2 zumindest. Und da werdet Max auch noch Echsenmenschen. Ich werde gerne überrascht. Ich lasse mich gerne überraschen, vor allem. Wie ich böse statt Büste gelesen habe. Oh. Komm dann! Aber leider ohne Geschichte. Was meinst du ohne Geschichte? Haben wir den Hainan eigentlich noch? Ich hätte noch eine Frage zu dem Gothic 2 Deathmatch. Sag mal, der Alex hatte mir immer noch nicht geantwortet. Ich hatte den neulich gefragt, warum er jetzt auf einmal nach all der Zeit Mass Effect 2 ausgepackt hatte. Wie kamst du da drauf? Hast du... Was? Wo kam das rohe Fleisch denn auf einmal her? Hat keine plausible Geschichte, die waren einfach da. Ja, gut, richtig, das ist stimmt. Den haben sie einfach... Wo kommt das denn her? Also, das war merkwürdig, ne? Die Falle haut mir doch bestimmt auf den Kopf, oder nicht? Oder habe ich die Falle jetzt erst aktiviert? Ich habe sie jetzt deaktiviert, oder? Sehr gut.
Bin ich hier richtig? Ich nehme an. Nee, ist richtig. Die Echsen in Gothic 2 waren diejenigen, die die Eier von den Drachen übers Land verteilen sollten. Das gab ja auch als Quest für die Söldner, wurde einem das gesagt, vom Pyroka im Kloster, glaube ich. Der hat ja verschiedene Quests je nach Gilde verteilt. Aber ich glaube, Priest hat schon ziemlich recht, dass nicht richtig erzählt wurde, wo die denn jetzt auf einmal herkommen. Sprich, was die sein sollen, von wegen Diener der Drachen, dass die gezaubert haben oder was weiß ich. Hatte ich doch, tolles Fall und Story plus vor Jahren hatte ich durchgespielt und wollte wissen. Ach so, du hast ja noch nie gespielt. Ja, das ist Wahnsinn, dass du es noch nie gespielt hast. Na, da sollten wir doch eigentlich easy rüberkommen mit einer Levitation, oder nicht? Wobei andererseits, wir fallen stetig runter. Sollen wir das probieren? Oh. Jawohl! Sehr schön. Ja. Ha! Platt gemacht. Welcher Ding ist das denn jetzt so? Stimmt, hast du eigentlich dann gesagt, Alex? Da! Und da öffnen wir das dann also. Alles klar. Ich habe da hinten gerade ein Loch gesehen. Da könnten wir als Nautilus weiter, glaube ich. Aber ich gehe hier jetzt erstmal weiter und gucke. Ja, hier stoße ich dann an die Grenzen. Oh! Oh nein! Wie komme ich hier weiter? Ein verschlossenes Tor. Verdammt. Ja, dann springe ich wohl in die Lava. Ist die Reise jetzt zu Ende, ne? Okay, genug mit der Übertreibung. Geil, jetzt haben wir es als Rune. Confirmed, wir machen den Rest des Spiels nur noch als als Nautilus. So, Überraschung. Ey! Oh Mann, die Animation dauert ja ewig. So, der Tempel war auf jeden Fall einiges kürzer. Aber wir haben immer noch nicht raus. Warum auf einmal dreimal rohes Fleisch erhalten? Was zur Hölle? Irgendeine Geschichte und Kultur haben, da hätten die Echsen auch eine verdient. Finde ich auch. Vor allem, ich weiß nicht mehr, erinnert mich mal kurz daran. Haben sich Echsen und Orks bekämpft in Gothic 2? Die nächste Büste. Dabei bin ich doch die ganze Zeit auf der Suche nach einer Büste. Haha, wie schien du gesagt. Haben die sich bekämpft? Oder waren die neutral freundlich zueinander? Ja, also es wird zu klatschen. Wie, nö? Nö, die haben sich nicht bekämpft, ja, ne? Ja, hier. Die Echse als... Ah ja, ganz genau, wir haben das Thema. Wo haben wir denn? Verwandlung in Aschebestie. Da bin ich mal gespannt. Hudak! Oh wow, ich mache aber weniger Schaden als mit meinen Magiegeschossen an dem Typen. Habe ich auch. LOL! Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich von dem Priester umgehauen. Ja, jetzt habe ich mal auf die Fresse. Oh wow, da haben wir ein Schild gefunden. Scheiße. LOL! Ich muss den blocken! Ich muss jetzt im Stunlock halten! Ich verrecke! Ja. Ah, wenigstens haben wir... Ich habe so einen faden Geschmack im Mund. Wenigstens haben wir jetzt wieder unser Leben wieder. Ein Schild des Titanenlords. Finde alle Teile der Titanenrüstung. 4 von 5. Da fehlt uns tatsächlich also noch einer. Das war auf jeden... Wieso ist denn hier wieder zu? Ah, guten Tag. Das geht irgendwie schneller, nicht wahr? Du bekommst auch fast keinen Schaden. Fast, meinst du? Ich würde mich nicht wundern, wenn das mit nicht skaliert, Shinlu. Weil in den alten Gothic-Teilen hat sich die Verwandlung eigentlich nie gelohnt. Wie du mir selber erklärt hast, zum Beispiel in Gothic 3, da hat sich das überhaupt nicht gelohnt.
Ah, jetzt weiß ich wieder. Tatsächlich, ich glaube, wenn wir hier weitergehen, da gibt's noch einen anderen in dieser Vulkaninsel-Dings hier, Grotte. Da gibt's auf der anderen Seite noch einen Tempel. Ich weiß, wo wir lang müssen, Leute. Alles geregelt, kein Problem. Gar kein Problem. Ich dachte, das seien zwei Eingänge zu derselben Grotte. Aber mitnichten. Sag mal, war die Truhe schon immer da? You have played yourself. Ich habe aber nie den Weg Adanos beschritten, ob man das Einfluss hatte. Wie? Auf die Story? Ich glaube nicht. Ich sag mal so, die Rollen waren in Gothic 2 auf jeden Fall genial. Drachensnapper, wahnsinnig stark. Auf jeden Fall super. Und selbst Wolf zum Anfang. Die waren super stark. Aber ich bezweifle stark, dass die es jemals der Schaden, dass der skaliert hat. Man konnte die Verwandlung verstecken. So, ich glaube, hier mussten wir weiter. So, hier falle ich nicht zweimal drauf rein. Sehr schön. Aha! Sag ich doch, da ist der nächste. Und da steht sie auch direkt. Aber wisst ihr was, da hole ich mir nur noch mal den Fred herbei. So, Angriff. Schade, dass man nicht mehrere Skelette beschwören kann. Wisst ihr, was ich meine? Ach, wow, ich könnte mal den Inferno probieren. Wo wir dabei sind. Oh, wow, das zieht mir aber viel Mana weg. Ganz vergessen, dass ich jetzt, kann ich... Habe ich noch genug Mana? Ja, geil, der Fred tankt und ich kann dann... Naja. Nicht mehr genug Mana. Würfel zu dem Thema. Oh, verdammt. Weg hier. Flucht! Oh Gott. Spring! Spring, du Narr. So. Und hier an der Lava wird sich das Schicksal entscheiden. Ja, okay, die sind down. Das ist ein Thema. Das haben sie nach Gothic 2 entfernt, nach dem Goblin-Skelett-Spam. Ja, leider. Aber ich meine, gut, Goblin-Skelett-Spam, der war bei Drachen schon sehr effektiv. Björn hatte mal gesagt, bei dem Piranha-Becken-TV, dass Gegner-Skalierung bei ihren Games nicht vorkommt. Ja, Gegner-Skalierung auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, es gab eine ganz leichte Gegner-Skalierung in Gothic 3. So eine ganz versteckte, aber... Sowas. Was? Nutze ich deine 115 großen Mana-Tränke? Die hier, die 100, die hebe ich mir für den Kampf, für die letzten Kämpfe da auf. Weißt du? Müssen wir das noch... Ja, komm, zwei, da können wir mal knacken. Ich finde das immer lustig, wenn so Truhen, die recht groß aussehen... Ja, wir werden hier am Ende noch all unsere Dietriche platt machen. Ja, aber auf jeden Fall, in den Gothic 2 und den alten Teilen auf jeden Fall nicht. In Reason wahrscheinlich auch nicht. Okay, da haben wir ein Altar und noch ein Altar. Puh, kennen wir das Muster. Max ist auch so einer der Ressourcen, das ganze Game über nicht nutzt und am Ende... Hätte... Nicht wahr? Ist hier... Nee, da war nur ein Oller Pilz. Kann ich hier weiter? Kann ich das einschlagen? Ja, kann ich. Gucken wir mal. Da scheint auch direkt was hinter zu sein. Die halten aber nicht mehr aus als die Echsenkrieger. Die haben ja keine Obsidianrüstung, deswegen, ne? Noobs. Stellt euch mal vor, eine Aschebestie mit Obsidianrüstung. Oh, weia, da würde ich aber rennen. Dann haben wir eine normale. Oh, da sind wir zwei Aschenbestien. Ist aber korrekt, dass die, nicht beide gleichzeitig auf mich losgehen. Das ist aber auch wirklich nur eine Höhle zum Spaß, ne? Ach, das mache ich mit der Magie.
Wie war nochmal der Zauberspruch in Harry Potter? Ich weiß nicht, gab es da einen Zauber? 216 Gold. Wie eben schon mal angesprochen, ne? Ich frage mich, was ich jetzt noch mit dem ganzen Gold machen soll. Mana-Tränke kaufen. Nur dann, stell ich mal vor, ganz am Ende habe ich keinen Mana mehr und ich stehe dann als Magier mit meinem dummen Schwert rum. Das wäre das Beste. Stell dir mal vor, der Tiano hat eine Rüstung aus Titan. Haha! Ja! Oder der Titanenort ist ganz cool und der hat nur, stell mal von Leder. Muss doch eine Falle sein, oder? Steht doch nicht so einfach direkt hier in dem Raum nebenan, oder? Ja, der Boden ist bestimmt eine. Was? Das ist keine Falle? Ha! Ja, okay. Ah, ja, okay, wartet mal. Kann sein, dass ich die wieder hier draufstellen muss. Jetzt haben wir einen neuen Sam. Du wirst den Hammer schwingen statt einer lausigen Magie. Aha. Ich meine, die hätte ja eigentlich schon zugehen müssen. In dem Moment, wo ich das Haupt gehoben habe, aber von mir aus. Hä? Ich glaube, hier stehe ich jetzt aber ein bisschen auf dem Schlauch. Was passiert, wenn ich die hier hinstelle? Geht dann das Tor auf? Nein. Hier schwingt der Hammer. Ich freue mich schon drauf, Black Wag. Ne, auch nicht. Ne, nicht wahr? Das war sehr glücklich für mich, Shino. Okay, wartet mal. Vielleicht gibt es von der anderen Seite einen Weg rein. Kann ja nicht sein. Irgendwo hier? Eine Nische? Doch nicht. Ah! Wollte doch gerade sagen hier. Oh, verdammt. Jetzt sag mir nicht, dass ich da nicht. Verdammt, jetzt sag mir nicht, dass ich da nicht hochkomme. Ey! Es macht keinen Mist! Roll dich da hoch! Ah, verdammt! Ihr sagt mir nicht, dass ich da nicht an der Seite hochkomme. Nee! Ach Gott, ey, das glaube ich jetzt nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So, warte, ich kann die doch bestimmt hochrollen. So, hier. Und dann hier jetzt so. Ja, ne? Ich komme da jetzt nicht diesen kleinen Vorsprung. Oh, ich werde verrückt, ne? Also so, Mann, ey. Erklärt auch, warum man mit Pfeilen eine Winde betätigen kann. Der ist rostig und deswegen geht das langsamer zu. So, gucken wir, da sind wir jetzt bei dem anderen. Scheint so, aber. Was? Mortaris? War aber das. Das war das erste Mal, dass wir einen Echsenkrieger mit einem Eigennamen hatten. Kann das sein? Saphir und Rubine. Können wir endlich unseren Juwelenstand aufmachen. Und an der Seite, da an der Ost-, an der Westküste machen. So. Bitteschön. Ein magisches Sozusagen. Brillenschlange, Brillenschlange. Nee, ich werd gemobbt. Max, wunderschönen Abend. Schön, dass du vorbeischaust. Wie geht's dir, Alter? Wir sind. Was? Hatte ich die noch nicht dahingestellt? Ich hatte gerade Angst. Ich dachte. Oha. Bam, 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 bam. So, jetzt zack, 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 zack. Stell mal vor, du bist so eine Echse und da. Lol, was zur Hölle? Und da geht auf einmal ein Tor auf. Da sind zwei von den Kollegen. Und, da geht das Tor auf und auf einmal du denkst, willst gerade sagen, so, da ist endlich mal nach 1000 Jahren jemand Neues und auf einmal kommen dir da 10.000 Magiegeschosse entgegen. Ha! Guck mal, den habe ich festgeknallt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die erinnern mich gerade so ein bisschen an die Dinos aus der Nickelodeon-Serie Die Dinos. Also, wenn ich jetzt das Folgende sage, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Nicht die Mama. So. Ah, bevor ich das mache, natürlich die Steinplatten und die ganzen Dings hier aufhören. Leicht erkältet hat der Alex sich angesteckt. Uff.
hoffentlich nichts zu Schwieriges. Max, hoffentlich geht wirklich nur leicht und wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine gute Besserung und hoffe, dass es dir nicht, trotz allem nicht so schlecht geht. Was zur Hölle? Eldrick muss die Tarnrüstung neu schmieden. Ja. Ah ja. Sehe ich schon. Da müssen wir irgendwie hier oben raus. Kann ich eigentlich einfach... Oh, boah, wie hoch, wie wir uns hochziehen können. Jedenfalls sind wir bei 79 von 10. Deiner Rechnung nach. Ich vertraue dir einfach mal. Ach, noch so ein rostiges Tor. Was ist denn das da hinten? Ist gar nichts. Was macht man denn hier eigentlich, wenn man nicht genügend Levitations-Zauber hat? Ist man dann aufgeschmissen? Muss man dann hier wieder raus? Ist man dann fest? Wenn nicht alle Tibone haben, können wir das Game nicht beenden. Na, Chinlu! Der ist ja süß, der ist nett. Und selbst wenn ich die Teleportationssteine finde, meinst du, ich komme nur noch auf deine Zahl? Auf deine Zahl. Verdammt. Ich dachte schon, Fred! Aber nix Fred! Feinde! Feindliche Freds! Ah ja, stimmt. Ich könnte mich, aber... Ich will noch die letzten Geheimnisse von diesem... Von diesem Tempel hier erkunden, Snoopy. Damit wir Sindo wenigstens noch die Illusion einer Chance geben, dass wir seine Zeit erreichen werden. Ha! Und das Titanenzepter wollte ich endlich mal holen. Schade, dass das so viel Stärke braucht. Ich bin, wir kommen dann auf... Je nachdem, ich weiß ja nicht, wo man die finden könnte. Ja komm, den Hebel öffnen wir mal für die nächsten Grabräuber. Ach so, genau, wenn man die Levitations nicht hätte, könnte man sich raus teleportieren. Du hast natürlich recht, dass in der Hinsicht, das war ja meine vorherige Frage, stimmt. Danach tötest du noch alles lebendig, wir kommen mal in Zahl näher. Oh, war ja klar. War, glaube ich, sogar noch eine Aschebestie. Nee, untotes Biest. Oh, richtig ausgewichen hier. Der da. LOL! Das. Oh, lol. Das wäre vor allem in der Falle geendet. Alter, hab ich Glück. Hab ich ein Glück, Leute. Für der Teleporter in der Anti-Magie-Zone. Hölle. Ich glaube, das ist Universalmagie. Das sollte doch funktionieren. Ist hingerichtet. Wer von Max hingerichtet wird, ist hingerichtet. Das freut mich so. Das gefällt mir sehr. Ah, guck mal. Und eine Winde, weil die uns so gefällen. Oh. Das Scheißding klemmt. Was? Ach so, das ist eine Fake-Winde, was das Teil öffnen soll. Ich glaube, die hier haben wir schon geöffnet, oder nicht? Ja. So, Leute, jetzt mal zurück. Wie kommen wir denn am schnellsten zurück? Südostküste. Ostküste. Kommen wir hiermit am besten schnellst zurück zu Eldrick? Ah, ja. Da oben sollte es ja lang gehen. Oh, der arme Rufo, der tot ist. Na komm, gönnen wir uns jetzt mal wirklich alle Zauber, die wir haben. Gönn dir mal. Licht, wenn er auch die letzte Nadel und die letzte Ratte im Spiel tötet. Ja, yeah, wirklich Wünsche. Ihr wollt ja, dass ich nur noch Piranha Bytes Spiele spiele, nicht wahr? Hast du denn mitgezählt? Was denn mitgezählt? Das Scheißding klemmt. Ist schon geil eigentlich. Ich hoffe, dass ich da nicht dazwischen gelabert habe. Dann kann ich mir das als eine Soundfile extrahieren. So, guter Mann. Alle Teile sind hier. Ich habe hier Teile. Bitte einmal zusammenbauen. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Komm mit. Ja. Wenigstens ist das mal ein NPC, der sich beeilt hier. Sehr geil. Haben wir Teil mit Level 5 verlassen, weil ich nochmal Kräuter sammeln war. Na.
Ja, der Respawn in Gothic 3 war schon übel. Aber deswegen muss ich auch sagen, Shinlu, ich glaube, wir haben dreimal so lang für Gothic 3 gebraucht, mir nach, wie wir jetzt am Ende für Risen 3 brauchen werden. So, schon Wahnsinn, oder nicht? An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Gib mir die Rüstungsteile. Bitteschön! Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Ja, dann mach mal los hier. Ich dachte, ich könnte das auch vorher zum krassen Schmied bringen, in der Stadt oder so. Dann soll ich dem was bringen und dann bringen wir das zum Eldric und der macht das dann wieder magisch oder so. Es ist vollbracht. Da war er schnell. Das, was geteilt war, ist vereint. Aber hier nach Stunde, oder? Oh, die nehme ich... Wieso ziehe ich mich immer automatisch vor Leuten, vor NPCs um? Viel Glück. Danke. Das sieht irgendwie nach einer merkwürdigen... Die Beine sehen ein bisschen merkwürdig aus, ne? Ich kann mich gerne nach vorne sehen, das regt mich auf. Beherrschst du Magie? Magie ist eine der ältesten. Man kann sie... Aber man kann... Kannst du sie nutzen? Ah! Ich weiß. Wir sehen uns mal von vorne endlich. Und lenken kann. Oh, bringst du mir das auch bei, gib anstatt wegzulaufen? Was? Gib auf dich acht. Meint das jetzt ernst? Ja. Scheinbar. Was zur Hölle? Helm und Zielen, Schild und Hammer. Habe ich den Helm nicht sowieso schon an den richtigen? Ich habe doch automatisch den Titel. Nee, habe ich nicht. Hier, das Helm des Titanenlords und hier Titanenschild und jetzt den Hammer. Zack, das ist doch mal eine... Das ist doch mal eine ordentliche Ausrüstung. Jetzt suchen wir... Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Gegner irgendwo. Wo haben wir denn noch irgendwo einen Gegner, um das Ganze im Nahkampf mal zu testen? Da, beim Don überm Tempel. Überm Lager. Da gucken wir mal hin. Bei wie vielen Stunden bist du mittlerweile, fragt Simon. Komm, warte, ich speichere nochmal gerade. Wir sind jetzt bei drei... Nee, gar nicht. Wir sind jetzt bei einem Tag und 10 Stunden. Also etwa 34 Stunden. Wir werden es wahrscheinlich mit 26 Stunden, glaube ich, fertig machen, Simon. Also schneller als alle Leute gedacht haben am Ende. Wahnsinn eigentlich, Wahnsinn. Lag aber auch daran, dass wir so viele Städte hatten mit Quests, die etwas unnötige Quests auf jeden Fall. Aber wie es so in Nordland war, das Add-on mit sinnvollen Erweiterungen auch gut gewesen. Schon, es hat sich nur zum Ende hin sehr, sehr, sehr gestreckt, aber richtig. Oder halt so wie spielen kann und Region nach Lust und Laune machen kann. Nur die mittlere Maus drückst und A, machst du auch Seitenschläge. Komm, probieren wir direkt mal. Was meinst du mit MT? Oh, yeah. Ah, oh wow. Ich weiß, was du meinst. Risen 2 dauert länger mit den Add-ons. Okay. Wie lange braucht man etwa so viel Risen 2 mit Add-ons denn? Weil Risen 2 habe ich überhaupt nicht gespielt, aber gut. Irgendwas mussten sie ja irgendwann mal länger machen, stimmt schon, ne? Maustaste links, rechts meintest du. Okay, alles klar dann. Ich hätte eigentlich warten sollen mit den ganzen Duellen, bis ich hier die Titanrüstung habe. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich könnte ich die Story technisch jetzt gar nicht mehr, Oh, der hat mir ja verlaufen. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich nur beim Munterfallen. Ich sah es kommen. Mit? Ach, ich hätte hier einfach schon hochgehen können. Donnerlust auf Risen 2. Ich habe immer Lust. Aber ich habe keine Zeit. So, man weiß ja nie, was kommt. Deswegen nehme ich jetzt doch nochmal einen Heiltrank. So, jetzt suchen wir uns einen Gegner. Und da hauen wir die endlich mal mit einem im Nahkampf nochmal weg. Ja, was haben wir denn? Wir haben diesen ganzen... Na, den ganzen Wald haben wir noch nicht übrig. Hallo! Ja. Oh, wow. Ja. Ja, so ist das schon besser. Ja, das sieht schon besser aus. So. Such mal den Tempel, da wo die Urga waren. Da war ein guter Freund von dir. Was für ein Tempel, wo die Urga waren? Ich habe den Tempel eigentlich schon längst, glaube ich, besucht, Black Vark. Du meinst den hier im Osten? Da war ich eben schon mal.
Kapitel 1, Magie Endgame Equip. Scheinbar. Du hast 83 Stunden in Risen. Hör mal, heftig in Risen 2. Da habe ich nicht mal in Risen in Gothic 2 mit Liver hingekommen. Mit irgendwelchen Add-ons oder so? Gab es Add-ons für Risen 2? So, hier oben waren wir wirklich noch nicht. Und da ist noch eine Urwurzel. Ja, so ein bisschen den Hammer wieder richtig zum Leben erwecken lassen, ne? Der war ja schließlich, was war das, Jahrtausende, Äonen, nicht benutzt, ne? Das ist ja eingerostet, das Dings. Aber dennoch, scheint wirklich so, als ob ich mit Magie die Teile one-shotte. LOL, was? Warten die jetzt oder doch nicht? Okay, weird. Ja, okay, irgendwann muss ich das irgendwann hinkriegen. Blackwag, mittlerweile darfst du mir gerne sagen, wo denn mein Freund ist. Tempel der Luft und Schatzinsel heißen die. Also es gibt doch Add-ons, okay. Ja, da sind sie dann ruhig. So, mal gucken, was hier... Habe ich da eigentlich schon alles aufgesammelt gerade? Ich bin ziemlich vergesslich auf die alten Tage. Du hast auch die ganze Zeit die Minigames gespielt, Subi. Da gibt es Minigames in Gothic, in Risen 2. Was gibt's denn? Was hast du da so im Angebot? Dort, wo die 6 Ogre waren. Ja, hast du schon mal gesagt. Meinst du hier? Ich meine, da kam er prinzipiell raus. Ach, nee, Quatsch, gar nicht. Du meinst oben an der Grotte, ne? Ich glaube, ich weiß wieder, was du meinst, ja. Ich weiß wieder, was du meinst. Machen wir gleich, Blackwagen. So, ja, okay. Hier läuft man dann prinzipiell über dem Wasserfall. Gut zu wissen. Dann ist man hier an dem Plateau über dem Banditenlager. Oh, da sind sogar noch Keiler. Aber wisst ihr was? Ah, nee, warte, dafür brauche ich Mana. Naja, scheint mir immer noch schneller zu gehen mit den Magie-Kristallen. Vor allem kann ich dann das hier machen. Ja, so, und du auch. Oh. Haha, ich habe mich nicht vergessen. Wo ist das denn? Wo geht das eigentlich lang? Ah, das weiß ich wieder. Irgendwie einfacher. Haben wir die Truhe eben aufgemacht? Ich werde verrückt. Ich kann mich ernsthaft hier nicht mehr an die einfachsten Truhen erinnern. So. Jetzt haben wir jedenfalls, ach, dann werde ich ja mal kurz dahin hingehen. Wie komme ich da am besten nochmal hin? Ich glaube... So. Ne, von hier aus, das hier meinte ich nicht. Sondern ich mache jetzt die Levitation. Weil das nochmal so schön ist. Und fliegt darüber. Ich glaube, da wartet dann mein Freund, den die Blackwag unbedingt will, dass sie das besuchen. Still aber eine gute Variante, Geld zu machen, falls man das echt mit Tryhard will oder so schlecht. Ach so. Mit den Minigames kriegt man in Risen 2 dann also Geld, ja? Mit dem Saufen oder den Schießen. Na, immerhin. Oh. Bin ich hier richtig? Ja, ich sollte hier richtig sein, oder? Max will heute nicht finishen. Ich werde auch heute nicht finishen können. So, hier waren ja eigentlich die Ogre, die du meintest, oder nicht? Blackwag. Weiß nicht, wo der Kollege rumsteht. Ist ja eigentlich zurückgelaufen hierhin. Ach, über Dons Tempel. Mein Gott, sag das doch. Habe ich doch eben... Total verwechselt. Wir haben aneinander... dachte hier. Habe ich extra noch den weiten Weg gemacht. Wenigstens hält dann diese Dings hier an.
Lass mich durch. Ich bin im Auftrag... Nee, ich bin hier, um den Inquisitor platt zu machen. Nicht mehr im Auftrag des Inquisitors. So, wir suchen jetzt noch den guten Freund. Wie, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ob wir den überhaupt da finden. Ich glaube, am Ende steht er da gar nicht mehr. So. Heiß? Wärmer? Wo steht der denn? Steht der hier im Eingang rum? Weil der Rest ist ja alles dunkel. Nee. Das scheint hier wirklich nicht im Eingang rumzustehen. Da hat der Alex recht. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Licht anmachen. Wer? Ich kann das Licht nicht anmachen? Ach, weil das Licht noch an sein soll? Ist doch Wahnsinn. Weiter rein in den Tempel soll ich? Das ist das Problem mit dem Stream-Delay. Hier zum Ende hin lasse ich mir aber auch gerne sagen, wo ich lang gehen soll. Gerade bei so unwichtigen Sachen, wo die NPCs gerade rumstehen. Mal gespannt, ob der hier überhaupt wirklich rumsteht. Krieg ich dich endlich, Mistkerl. Ach, den meinst du? Was machst du denn hier? Was ist das denn für eine selten dämliche Frage? Aber was ich dachte, du meinst den einen Oger, der steht hier jetzt. Ich wusste, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Und jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Dann lass es uns endlich zu Ende bringen. Nichts lieber als das. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Jetzt wirst du dafür bezahlen, du Schwein. Ich schneide dich in Streifen. Ich kann es schon verstehen. Ich schneide dich in Streifen. Zu geil eigentlich. Aber ich kann es schon verstehen, was der Burger meint. Ich meine, ich habe schon sein Leben versaut. Zugegeben, der Typ hat versucht, den Donnenplatz zu machen. Aber das fand ich immer so ein bisschen... Naja, in Gothic 1 zum Beispiel, wenn man Gegner umgehauen hat oder zu viel genügend Schaden manchmal nicht hat, sind die weggelaufen. Ich sag das nur, weil ich stehe hier mit einer dicken Rüstung auf einmal vor dem und einem Titanhammer. Und, was hat der da noch? So ein kaputtes Schwert nehme ich an. Gucken wir mal. Naja. Na, immerhin, der hält noch was aus, ne? So drei Schläge. Aber komm, wissen wir was? Wir haben noch mal Magie gelernt hier. Ha! Da fliegt das Schwert sogar noch in die Lava. Mein Schatz! Nein! Ich werd verrückt, das Schwert ist in die Lava geflogen. Das war wahrscheinlich das beste Schwert im ganzen Spiel. Ja. Das war dann Burger. Was meint ihr? Kann ich zum Don gehen und dem Bescheid geben? Patonge! Hi! Alles klar bei dir? Thanks for joining, how are you, man? Alex, ich glaube, der Priest und der Shino, die versuchen dich gerade nur wieder zu reizen. Mit schlechter Rüstung hat der Burger platt gemacht und nur mit der Rüstung. Nicht wahr? Ne? Aber der hat richtig, ne, der hat Mumm. Guten Tag. Mal gucken, ob wir mal irgendwas mit den Don besprechen können. Warum störst du mich? Ah, lol, dann geh doch weg. Tja, dann, sonst noch was? Ich glaube, dann müssen wir jetzt zur Vulkanfestung hin. Oder es würde Sinn machen, zur Vulkanfestung hinzugehen. Jetzt haben wir alle Sachen, die wir sammeln sollten, zusammen. Ich gehe nochmal hin zu dem Ignatius und sag dem, hör mal, ich gehe dann jetzt, ne? War schön, dich kennengelernt zu haben. Hoffe, dass wir dich gleich sehen. Sicher den Rückzug nach dem Motto. Guck mal, da donnert es auch richtig mal. Vielleicht ruhe ich mich auch nochmal aus. Leckeres Essen, bevor es hier richtig losgeht. Ne? Aber, das sollten wir dann schon nochmal machen. Bevor wir jetzt verschwinden. Vielleicht hat er noch ein paar Tipps. Das war's aber jedenfalls mit dieser Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!